Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Aurora Ramazzotti kündigt großes Interview an. Caroline Frier postet süßen Schnappschuss von ihrer Tochter. Alexander Zverev. Tochter Myla erreicht Meilenstein. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 18. März 2022. Aurora Ramazzotti spricht über Essprobleme und eine Alkoholvergiftung. Sowie ihre berühmten Eltern Michelle Hunziker, 45, und Eros Ramazzotti, 58. Zeigt sich auch Aurora Ramazzotti meistens gut gelaunt in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview mit Belve, einer italienischen Interviewsendung von und mit Francesca Fagnani, 43, zeigt sich die 25-Jährige nun allerdings von einer ernsteren Seite. Aurora Ramazzotti wird über ihre Teenagerjahre, die gesellschaftliche Kontroverse, die sie ausgelöst hat, und ihre Essprobleme sprechen. In einem Fall hatte die Tochter der Künstler eine Alkoholvergiftung. Aurora Ramazzotti wird auch über Tommaso Trussardi, den zweiten Ehemann ihrer Mutter, von dem sie sich trennte, ihre Eltern Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker und die Schwierigkeiten, ein Kind von Künstlern zu sein, sprechen, heißt es in der Ankündigung verschiedener italienischer Medien. Das Interview wird am Freitag, 18. März 2022 um 23 Uhr auf dem TV-Sender Rai 2 ausgestrahlt. Aurora Ramazzotti hat sich über die Einladung in die Show sichtlich gefreut. Wie sie via Instagram bekannt gibt. Heute Abend um 23 Uhr wird auf Rai 2 mein Interview mit Belve ausgestrahlt. Ed Frafagni hat mich gebeten, mich in meinen Antworten kurz zu fassen, und ich habe sie vor meiner Tendenz gewarnt, etwas langatmig zu sein, witzelt Aurora und betont, wir haben über so viele Dinge gesprochen, also wenn ihr wissen wollt, worum es geht, bis heute Abend. 17. März 2022. Caroline Frier. Das Outfit ihrer Tochter geht wortwörtlich ans Herz. Bei Schauspielerin Caroline Frier, 39, liegt aktuell viel Liebe in der Luft. Pünktlich zum Start ins Jahr 2022 kam ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem verzaubert Tochter Toni nicht nur das Leben der TV-Darstellerin, die unter anderem in der RTL-Serie Alles was zählt und der ZDF-Reihe Das Traumschiff mitspielte, sondern auch das ihrer gut 47.000 Follower, innen.